Moin YouTube, herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil von Auf den Straßen in Köln. Ich habe mir heute mal was Besonderes überlegt, und zwar werde ich heute vom Hans-Böckler-Platz Bahnhof West bis zur Venloer Straße Gürtel mich begeben. Das sind etwa 1,5 Kilometer. Auf dem Weg dahin sind 4 U-Bahn-Stationen, die architektonisch interessant sind. Meine Aufgabe für heute ist, aus jeder U-Bahn-Station etwa 4 Fotos, die annähernd zeigenswert sind, mitzunehmen. Und auf den Straßen oberhalb der U-Bahn-Station dann auch etwa 4 Fotos zu machen, sodass ich am Ende des Videos etwa 20 zeigenswerte Fotos habe. Mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. Ich werde meinen Weg jetzt hier starten am Hans-Böckler-Platz und ich wünsche euch viel Spaß. So, das war doch schon mal ein guter Start. Ich habe meine 4 Fotos gefunden. Jetzt geht's weiter zur nächsten Haltestelle. Auf dem Weg dahin ist die große Moschee. Mal gucken, ob man da irgendwas noch fotografieren kann. Ja, ansonsten bin ich ganz zufrieden mit dem Start.
U-Bahn-Station 2 fertig. Auch hier habe ich meine 4 Fotos geschafft. Jetzt geht es weiter Venloer Straße entlang zur nächsten Haltestelle. Erst habe ich gedacht, ich finde überhaupt gar kein Foto in dieser U-Bahn-Station und jetzt sind da wahrscheinlich meiner Meinung nach bislang die besten bei rumgekommen. So, eine U-Bahn-Station bleibt noch über und dann ist der Walk für heute beendet. Geil war denn gerade die Nebenstraße mit dem geilen Graffiti. Was für ein Hammerbild. Mega geil. So, auf geht's. Letzte U-Bahn-Station, Venloer Straße Gürtel. So, mein Fotowalk in Köln Teil 2 ist jetzt hier zu Ende. Ihr habt meine 4 U-Bahn-Stationen mit jeweils 4 Bildern und auch die auf den Straßen die 4 Bildern gesehen. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht entscheiden, welches mein Lieblingsbild ist. Ich blende es mal hier ein, welches auch immer es ist. Auf jeden Fall hat es mir mega viel Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal.